Sie hören Red Rising Asche zu Asche von Pierce Brown. Es liest Markus van Rijnboldt. Der arme blinde Samson in diesem Land, Beraubt seiner Stärke, gefesselt mit Stahl, Mit düsterer Freude erhebt er die Hand Und zerschmettert die Sinnbilder seiner Qual, Bis der Tempel der Freiheit, der uns ist so lieb, In Schutt und Trümmern am Boden liegt. Henry Wadsworth Longfellow Darrow Held der Republik. Ich gehe müde an der Spitze der Armee über Blumen. Blütenblätter bedecken das letzte Stück der gepflasterten Straße, die vor mir liegt. Kinder werfen sie aus dem Fenster und sie trudeln gemächlich von den Stahltürmen, die den Luna Boulevard an beiden Seiten säumen, nach unten. Am Himmel nähert sich die Sonne ihrem langsamen, einwöchigen Tod und taucht die wenigen Wolken und die große Menschenmenge in ein blutrotes Licht. Wie Wellen schwappen Menschen gegen Sicherheitsabsperrungen, um unserer Parade näher zu kommen. Die Wächter von Hyperion City tragen eine graue Uniform und ein blaugrünes Barett. Sie bewachen den Weg und stoßen feiernde Betrunkene in die Menge zurück. Hinter ihnen streifen Antiterroreinheiten über den Asphalt. Mit einer Brille, die wie Fliegenaugen aussieht, scannen sie Iriden, während ihre Hand auf dem Kolben ihrer Energiewaffe ruht. Auch meine Blicke streichen über die Menge. Nach zehn Jahren Krieg glaube ich nicht mehr an friedliche Momente. Ein Meer aus Farben umgibt die zwölf Kilometer lange Via Triumphia. Sie wurde vor hunderten Jahren von meinem Volk gebaut, den roten Sklaven der Goldenen, und auf ihr hielten die Eroberer, die die Erde zähmten und einen Kontinent nach dem anderen einnahmen, ihre Prozessionen ab. Mörder mit einem Rückgrat aus Eisen. Augen aus Gold und einem bedrohlichen Stolz segneten einst diese Steine. Nun, fast tausend Jahre später, beschmutzen wir den heiligen weißen Marmor der Triumphia, indem wir Befreier mit Augen aus Pech und Asche und Rost und Erde ehren. Früher hätte mich das mit Stolz erfüllt. Jubelnde Menschen, die feierten, dass die freien Legionen eine weitere Bedrohung unserer noch jungen Republik abgewendet hatten, doch heute sehe ich die Holus von mir mit einer blutigen Krone auf dem Kopf, höre die Jubelrufe der Vox Populi, sehe, wie sie die Banner mit der auf dem Kopf stehenden Pyramide schwenken und fühle nichts außer der Last dieses endlosen Kriegs und der Sehnsucht nach der Umarmung meiner Familie. Vor einem Jahr habe ich meine Frau und meinen Sohn zum letzten Mal gesehen. Nach dem langen Rückflug vom Merkur will ich nur noch bei ihnen sein, ins Bett fallen, und einen Monat lang traumlos schlafen. Die letzte Etappe meiner Reise ist angebrochen. Vor mir wird die Triumphia breiter und mündet in die Treppe, die zum neuen Forum emporführt. Nur noch diesen letzten Gipfel muss ich erklimmen. Gesichter, trunken vor Freude und neuen kommerziell erhältlichen Schnäpsen, sehen zu mir empor, als ich die Stufen erreiche. Klebrige, mit Süßigkeiten verschmierte Hände winken mir zu. Zungen gelockert von den gleichen kommerziell erhältlichen Schnäpsen und wilder Freude schreien, brüllen meinen Namen oder verfluchen ihn. Nicht den Namen, den meine Mutter mir gab, sondern den, den meine Taten mir verliehen haben. Den Namen, den die Gefallenen einzigartig vernarbten nun als Fluch flüstern. »Schnitter, Schnitter, Schnitter«, schreien sie, nicht im Chor, aber wie aufgeputscht. Der Lärm erstickt mich. Umklammert mich mit einer Hand, die eine Milliarde Finger hat. All die Hoffnungen, all die Träume, all der Schmerz ziehen sich um mich zusammen. Doch so kurz vor dem Ende kann ich noch einen Fuß vor den anderen setzen. Ich steige die Stufen hinauf. Klonk! Meine Metallstiefel knirschen auf Stein. Trauer macht sie schwer. Eo, Ragnar Fitschner und all die anderen, die mit mir gekämpft haben und gefallen sind, während ich irgendwie am Leben geblieben bin. Ich bin groß und breit, mit 33 Jahren kräftiger als in meiner Jugend, stärker und brutaler in meinem Körperbau und meinen Bewegungen, rot geboren, zu Gold geworden. Ich habe behalten, was Miki der Graveur mir gab. Diese goldenen Augen und Haare fühlen sich mehr wie meine eigenen an als die des Jungen, der in den Minen von Lycos gelebt hat. Der Junge wuchs in der Erde auf, er liebte sie und grub in ihr, doch er hat so viel verloren, dass es sich oft so anfühlt, als sei all das einer anderen Seele passiert. Klonk. Noch eine Stufe. Manchmal befürchte ich, dass der Krieg den Jungen in meinem Inneren tötet. Ich sehne mich danach, mich an ihn zu erinnern, an sein reines, wildes Herz. Diesen Stadtmond und diesen Sonnenkrieg vergessen, und in den Schoß des Planeten, der mich geboren hat, zurückzukehren, bevor der Junge in mir für immer stirbt. Bevor mein Sohn die Chance verpasst, ihn kennenzulernen. Doch die Welten, so scheint es, haben andere Pläne. Klonk. Das Chaos, das ich ausgelöst habe, lastet schwer auf mir. Hungersnöte und Genozid auf dem Mars, Obsidianpiraterie im Gürtel, Terrorismus. Strahlenkrankheit und Seuchen, die sich in den tieferen Bereichen von Luna ausbreiten, und die 200 Millionen Leben, die mein Krieg vernichtet hat. Ich zwinge mich zu einem Lächeln. Heute ist unser vierter Befreiungstag. Nach zweijähriger Belagerung hat sich Merkur den freien Welten Luna, Erde und Mars angeschlossen. Alle Bars haben geöffnet. Kriegsmüde Bürger ziehen durch die Straßen und suchen nach Gründen, um zu feiern. Feuerwerkskörper knallen und blitzen am Himmel, werden ebenso von den Dächern der Wolkenkratzer und denen der Mietskasernen abgeschossen. Nach unserem Sieg auf dem von der Sonne aus betrachtet ersten Planeten bleibt dem Herrn der Asche nur noch eine Bastion, der Festungsplanet Venus. Dort wacht seine angeschlagene Flotte über die wertvollen Häfen und die letzten noch verbleibenden Loyalisten. Ich bin nach Hause gekommen, um den Senat davon zu überzeugen, von der durch den Krieg verarmten Republik Schiffe und Männer für einen letzten Feldzug anzufordern, ein letzter Vorstoß zur Venus, damit dieser verdammte Krieg endlich enden kann, damit ich das Schwert niederlegen und endgültig zu meiner Familie zurückkehren kann.